Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Thorsten, das ist mein Kanal Thorsten und seine Welt. Heute in so einer kleinen Produktvorstellung von Aquariumbeleuchtung im unteren bzw. mittleren Bereich. Ich werde euch ein bisschen was darüber erzählen, meine Erfahrung. Ich habe so eine ähnliche Lampe auch schon in meinem Becken verwendet. Man kriegt die bei Amazon oder bei eBay. Das sind meist die Lampen, die man vorher schon kriegt, wenn man als Suchbegriff Aquaristik eingibt. Aquaristikbeleuchtung. Schaut, könnt ihr mal anschauen. Es gibt verschiedene Produkte, verschiedene Hersteller, auch No-Name, ganz No-Name-Produkte. Da müsst ihr euch selber so mal ein bisschen den Kopf machen oder ob das funktioniert oder nicht funktioniert, kann ich euch erzählen. Aber wir holen das Intro durch und dann gehen wir los. Es geht heute also um eine preiswert günstige Lampe. Wie schon gesagt, bei Amazon kriegt man die oder bei eBay kann man sie kaufen. Für einen Aquaristikanfänger ist das vielleicht auch eine günstige Alternative gegen die übrigen teuren Lampen. Vom Design her macht sie halt nicht so viel her. Das ist alles so ein bisschen die Geschmackssache auch. Aber wir werden sie mal testen. Ich werde sie mal mit euch gemeinsam auspacken. Wir werden sie probieren, wie sie funktioniert. Denn der Zweck ist dafür, dass sie unten mein Bloody Mary Becken kommt aus dem einfachen Grunde, dort habe ich eine kleinere Lampe, wir werden es gleich sehen, wo die Beleuchtung relativ schwach ist. Wir werden sie raufmachen, uns angucken, von der Verarbeitung, Qualität, ob sie funktioniert, ich habe es noch nicht ausprobiert, ob das funktioniert und ob sich da ein bisschen was beim Pflanzenwuchs ändert, denn unten der Bloody Mary Garnelenbecken müsst ihr nicht erschrecken, ist mäßig eingerichtet für die Zucht der Tiere. Aber halt der Nachteil ist auch immer so, wenn ich eine schwache Beleuchtung nehme, ich selber kann die Tiere nicht beobachten, beziehungsweise ich habe keinen Überblick drin mit dieser Beleuchtung, die ich jetzt benutze, ob die Tiere sich vermehren oder ob die Tiere schlecht geht. Und deswegen habe ich mich doch entschieden, mal eine andere Beleuchtung auszuprobieren. Wir werden schauen, wie die Beleuchtung ist, wie die Beleuchtungskraft ist. Man sieht es ja auch schon von der Helligkeit her. Und wie der Pflanzenwuchs nachher ist. Denn auch dieses Becken werde ich dann umgestalten, mal ein bisschen mit Pflanzen. Da werde ich dann spezielle Pflanzen nehmen, die einen Lichtbedarf, also einen geringen Lichtbedarf haben und einfach mal zu testen, funktioniert das mit der Beleuchtung oder nicht. Also, wir packen aus. Ja, dann packen wir dann aus. Also, wie das verpackt ist. Also ganz normal verpackt, so wie es auch sein sollte. Mit der Folie hier, die ihr das erkennt. Dann haben wir, wie wir sehen, hier einen Bügel drin. Dann ist hier ein Netzteil mit drin. Und selber die Beleuchtung ist eine 50er Lampe. Soll bis 70er Becken funktionieren. Also von 50 bis 70. Wo ich da schon wieder sagen sollte, könnte, da sollte man so ein bisschen vielleicht mal schauen, ob das funktioniert. Okay, jetzt haben wir ausgepackt. Wir sehen das mit den LEDs. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Die Folie, die war drüben, die habe ich jetzt schon mal abgemacht. Also man kann auch hier jetzt, so wie man sieht, nicht meckern. Das ist jetzt also kein Kunststoff, das ist wirklich auch Metall, was man hat. Die ist nicht verklebt. Die Lampe ist fast nicht verklebt, sind 12 Schrauben. Wir haben dann hier auch noch einen Lichtschalter. Und dann gucken wir mal nach, hier ist noch so ein Zettel drin. So ein Zettel, das ist halt beschrieben auf Englisch und auf Japanisch. Die neuen technischen Daten, die blende ich euch dann noch ein. Das ist glaube ich die CPL60, was wir haben. Den Hersteller, hier steht Switching ATC, aber ich nehme an, das wird hier den Hersteller weg mal gucken, Made in China. Denn meines Erachtens war es nicht eine No-Name-Lampe, die hatte schon einen Namen gehabt. So. Hopp. Ja, dann haben wir hier die Bügel dran zum Raufsetzen.
Ja, jetzt machen wir es mal rein. Also relativ leicht ist die Wasser ist nicht, die Lampe ist nicht wasserdicht, wie schon erwähnt. So, aber für meine Zwecke sage ich euch, würde das reichen. Jetzt stecken wir mal den Stecker in eine Steckdose und dann schauen wir uns mal an, wie das Ergebnis aussieht. So, jetzt sehen wir, also bin selber, also von der Beleuchtung her, wir können es ja mal so sehen. Sieht man natürlich nicht von der Kamera her, aber das werden wir nachher sehen, unten im Becken. Ist schon optimal. Da gibt es natürlich dann auch so eine Spielerei, was ich also noch nie probiert habe, so einen Nachtmodus. Und da sehen wir dann auch die blauen LEDs. Das sind 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Machen wir nochmal den Helmmodus an. Man sieht, es ist nicht so leicht kaltweiß, was wir haben. Also so ein bisschen wärmeres Licht, aber selber kann ich hier nicht reingucken, weil er doch extrem so ein bisschen zu hell ist. Also so weit bin ich jetzt eigentlich zufrieden mit der Lampe bis jetzt. Aber wir werden sie gleich mal beim Becken anschließen und den Unterschied uns mal anschauen. Ich habe ein Bloody Mary Becken. Es waren ursprünglich mal 10. Wie viel weiß ich jetzt gar nicht mehr mittlerweile. Dort habe ich jetzt hier aber auch so nur Algenzeug so ein Brille, so dass ich verstecken könnte. Unter anderem habe ich hier so selbst gebastelten Schwamm mit einem Infilter, der dann über den Schwamm, der Hintergrund ist bei der ganzen Geschichte, da haben sie viele Möglichkeiten, gerade wenn man füttert mit Staubfutter oder sowas, sich absetzen, da können die kleinen winzigen Garnelen den Stamm bzw. den Schwamm abweilen. Und hier haben wir natürlich auch wieder die Wasserlinsen drauf, die ich aber jetzt nach und nach dies ja schon angefangen habe zu bekämpfen. Zwei Becken habe ich angefangen und vorher hatte ich hier so eine Lampe drauf. Ich zeige euch die mal so. Ich hoffe, man sieht so einigermaßen jetzt hier. So. Und man sieht selber, wenn ich es darauf lege, wie die Beleuchtung ausbeute ist. Also wasserdicht ist er auch. Also da braucht er jetzt keine Angst haben. Und jetzt legen wir mal ganz einfach die neue Lampe drauf. So. So ein bisschen locker und flockig ist es schon. Ist wahrscheinlich, muss ich da so ein bisschen noch was verändern. Ist jetzt erstmal so provisorisch mit dem Kabel. So, und jetzt mache ich es mal an. Also man sieht wirklich schon, also jetzt ist klar von den, dass es ein bisschen heller ist als wie bei den anderen, war mir schon klar gewesen. Und hier sehen wir jetzt auch im Hintergrund gleich eine kleine Garnele, aber leider reagiert die Kamera jetzt nicht so doll. Bei 10 Garnelen, die ich hier drin hatte oder habe, ist es so ein bisschen schwach, beziehungsweise man sieht es nicht, weil es verkrautet ist. Aber das wird, soll sich ja noch ändern. Ich will ja hier so eine Wasserpflanze mal reinmachen, die so ein bisschen von der Beleuchtung her nicht so anspruchsvoll sind. Okay, dann sehen wir jetzt so von der Beleuchtung her, jetzt machen wir mal den Blaueffekt rein. Das ist, wie gesagt, die Nachtbeleuchtung oder Mondlichtbeleuchtung funktioniert auch einwandfrei. Also so gesagt, so wie ich jetzt nicht meckern kann, würde ich sagen, also da bin ich eigentlich wirklich zufrieden. Von der Beleuchtung her, wir werden sehen, wie die Pflanzen mitwachsen, aber da ich ja sowieso nirgendwo in meiner Becken irgendwelche Hightech-Beleuchtung benutze und die Pflanzen und die Algen trotzdem wachsen, werden wir mal abwarten, wie das Ergebnis so nach 2-3 Wochen ist. Vorstellung unter anderem noch kein Sponsoring, habe mir die Lampe alleine gekauft und will sie einfach mal testen. Die Lebensdauer, wie lange sie ist, ab und zu werde ich natürlich ein Update drüber geben, ob ich jetzt sage, okay, wir werden, haben es ja selber gesehen von der Beleuchtung her, die ist ganz okay. Es gibt immer was Besseres, sagen wir mal, von aufwärts in der Aquaristik, ist überall bei jedem Hobby so beim Aufwärts.
für ein Preis-Leistungs-Verhältnis, sag mal 400, 800 Euro für eine Beleuchtung ausgeben. Gerade im Aquascape-Bereich, wo man wirklich mit Lichtüberschuss arbeitet, beziehungsweise Becken beleuchtet, dass auch dementsprechend die Pflanzenwuchs bzw. die Optik so rüberkommt, wie man es möchte. Also, hat euch das Filmchen gefallen? Daumen nach oben natürlich, falls die Glocke nicht und ein Abo, dass er immer auf dem neuesten Stand bleibt. Und wie immer, Thorsten und seine Welt und was am wichtigsten ist, bleibt gesund. Bis nächste Woche Samstag um 12. Ciao.